Wie abgebrüht die Remos vorgehen, zeigte sich schon im März 2017, als sich drei Männer auf den Weg zum Bode-Museum machen. Die S-Bahn hat Betriebspause. Überwachungskameras zeichnen ihren Weg auf. Sie wollen eine mehr als 3 Millionen Euro teure Goldmünze stehlen. 100 Kilogramm schwer. Reinheitsgehalt 99,99%. Zuständig für die Ermittlungen war Kriminaldirektor Pfohl. Er spricht zum ersten Mal öffentlich über den Fall und das Vorgehen der Täter. Sie haben in etwa in Höhe des Monbijou-Parks Halt gemacht, haben ein Seil herabgelassen. Und mit diesem Seil haben sie dann ihre Tatmittel nach oben gezogen, nämlich die Schubkarre, die Leiter, die große Axt, die sie benutzt haben, und das Rollbrett. Man kommt dann auf den Weg entlang hier zu diesem Mauervorsprung, der in etwa 4 Meter hoch ist. Da haben sie die Leiter angesetzt, sind hochgeklettert und ist dann letztendlich ins Museum hinein. 127 Fenster hat das Museum. Und die Täter kennen ausgerechnet das eine, das nicht alarmgesichert ist. Kein Zufall. Ja, ein klassischer Inside-Job. Die Täter ist jetzt nicht die Klientel, die normalerweise ins Museum geht und weiß, dass da eine 100 Kilo Goldmünze rumliegt. Das heißt, es musste schon jemand sein, der ihnen sagt, da gibt's was zu holen. Zum Tippgeber gleich mehr. Weil die Wachschützer zeitgleich einen Rundgang machen, sind die Alarmanlagen ausgeschaltet. Die Täter zertrümmern kurzerhand das Sicherheitsglas. Hier exklusiv die Fotos vom Tatort. Die Goldmünze wird auf die Gleise geworfen. Dann verschwinden die Täter in der Nacht. Bei seinen Ermittlungen stößt das LKA auf ein interessantes Detail, was den Zeitrahmen der Tat und den Helfer bei den Sicherheitsleuten betrifft. Es war knapp. Also wenn man überlegt, der Mensch, der als Aufsichtsperson eingesetzt war im Museum, der hat am 4. März 2017 dort seinen Job aufgenommen. Am 27. März ist die Tat geschehen. Am 28. März sollte die Mütze verpackt werden und sollte abtransportiert werden, um woanders ausgestellt zu werden. Das LKA ermittelt mit Hochdruck, kommt auch zügig auf den einschlägig bekannten Remo-Clan. Ins Visier der Fahnder gerät auch Dennis Wilhelm, der Wachmann, der erst ein paar Tage vor dem Bruch im Bode-Museum anfing. Es gab einen Zufallsfund nach einem Tankbetrug im Fahrzeug von Dennis Wilhelm. Das ist der Wachmann im Bode-Museum gewesen, in dem ein Prospekt gefunden wurde des Museums. An und für sich nicht so unwahrscheinlich, aber der Polizei ist bekannt, dass Dennis Wilhelm über jahrelange persönliche Beziehungen zu der Remo-Familie verfügte. Von Dennis Wilhelm ist es nicht mehr weit zu Ahmed Remo. Die beiden sind Schulfreunde. Ahmed ist übrigens auch angeklagt, beim Einbruch im grünen Gewölbe mitgemacht zu haben. Am 12. Juli 2017 werden Ahmed und Wissam Remo festgenommen. In der Wohnung und in einem Auto findet die Spurensicherung Goldspäne, die eindeutig der gestohlenen Münze zugeordnet werden können. Es ist ja nicht der Einzige, der davon profitiert, dass sozusagen 3,6 Millionen umgesetzt werden, sondern im Zweifel lebt die ganze Familie davon. Wissam war schon als Jugendlicher ständig kriminell, ohne große Konsequenzen, was seine Resozialisierung angeht. Und auch in diesem Fall ist er schnell wieder draußen und wird von Spiegel TV beim Rumlungern erwischt. Tag, Herr Remo. Meyerhofer von Spiegel TV. Können Sie mal sagen, was mit der Goldmünze gewesen ist? Herr Remo, haben Sie die Goldmünze geklaut? Kurze Zeit später wird gegen ihn und seine Mittäter am Landgericht der Prozess eröffnet. Der Medienandrang ist gewaltig. Wissam wird wegen des Einbruchs in das Bode-Museum zu 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Was damals kaum einer ahnte, nur 3 Monate vorher war er wohl in das grüne Gewölbe eingestiegen. Die gleiche Strafe gibt es für Ahmed. Der Wachmann kassiert 3 Jahre und 4 Monate. Ein drittes Clanmitglied wird freigesprochen. Dann dürfen alle nach Hause. Wissam, wie ist es für Sie? Ich spreche nicht mal.
Später tauchen bei einer Berliner Bank verdächtige Münzen auf, die einen Reinheitsgehalt haben, der zur verschwundenen Münze aus dem Bode-Museum passt. Das Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen und durchsucht Juweliere in Berlin-Neukölln. Meier, wollen Sie auch was sagen dazu? Nein. Das ist kein Problem. Es soll ja um die Goldmünze gehen. Gibt's nicht Problem. Wie bitte? Kein Problem. Die Lade ist sauber? Die Läden werden gründlich auf den Kopf gestellt. Dieser Juwelier hat berühmte Kunden, unter ihnen die Rapper Apache 207, Bones MC und Capital Bra. Zusammen kommen sie auf 8 Millionen Follower allein bei Instagram. Ich bin hier bei meinem Bruder, bester Juwelier, guckt euch mal die Ketten an. Glückwunsch. Wenn ihr was, Bruder, ich danke dir, Bruder. Wenn ihr irgendwas braucht, kommt ihr auf jeden Fall hier vorbei, Berlin lebt. Ein Schmelzofen und eine Prägemaschine werden mitgenommen. Die Rechtskenntnisse der Betroffenen sind eher rudimentär. Ja, aber ich bin nicht einfach, ich bräuchte mit einer richterlichen Anweisung. Mach mal deine Kamera weg, du. Wo ist die? Sei mir doch die richterliche Anweisung. Ihr dürft nichts machen. Ihr Vater. Er hat nichts unterschrieben. Wo ist die richterliche Anweisung? Was? Nein, doch, ich will die richterliche Anweisung. Sie können nichts machen ohne die richterliche Anweisung. Wo ist die? Wegen dem die Maßnahme geht. Okay. Was den richterlichen Beschluss? Die Polizei sucht ja die Goldmünze. Bitte? Die Polizei sucht, glaube ich, die Goldmünze. Alles falsch. Bei mir ist alles falsch. Später stellt sich heraus, dass das Gold aus den gefundenen Juweliermünzen nicht von der Goldmünze aus dem Bode-Museum stammt. Und mittlerweile glauben auch die Ermittler nicht mehr daran, noch Teile der Beute zu finden. Denn schon bei den Razzien im Hause Remo gab es entsprechende Hinweise. Bei den Durchsuchungen konnten wir schon feststellen, dass wir einen Zettel gefunden haben bei einem der inzwischen verurteilten Täter, die letztendlich mehrere Gramm-Aufstellungen betraf mit dem entsprechenden Goldpreis dahinter. Und das Ganze summierte sich damals schon auf 46 Kilo. Das heißt, 54 Kilo fehlten dann gegebenenfalls noch. Aber wir haben jetzt 4 Jahre später, da wird nichts mehr da sein. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Dann setzt er sich dahin, legt seine Zigaretten dahin und er spricht. Es ist schon interessant, er hat kein gutes Deutsch. Sein Deutsch ist eine Baustelle, muss man echt sagen, aber das, was er sozusagen grammatikalisch nicht rüberbringen kann, bringt er oft sozusagen durch Gesten. Er ist ein relativ charismatischer Mensch und sagt dann so Sätze wie: Polizei weiß 50%, Isa Ramo weiß 101%. Und dann muss man natürlich innerlich auch so ein bisschen lachen, aber ja. Er versucht dann überzeugt zu sein. Das ist schon interessant.